Hey, hey, Freunde! Nachdem wir im letzten Part mit dem Bubble Taxi wieder in die Overworld gefahren sind, ja, stehen uns nun noch die restlichen Welten offen, die wir noch komplettieren müssen, weil Welt 8 ist kompletto. Und da in Welt 5 mir nur noch ganz wenig fehlt, mache ich das halt mal als erstes! Ah, geil! Das Spiel ist bald durch, meine Freunde. Wir könnten sogar schon zum Endboss gehen. Der alten Hexe. Oh, die Hexe, ey. Eine Frau von solcher Bosheit, dass sie sogar schlecht schläft. Ja, und dann müssen wir mal eben den Schädel spalten. Aber erstmal noch nicht. Erstmal wollen wir ja natürlich mit vollem Puzzleteil-Accessoire und voller Energie und allen Cheats entgegentreten. So, apropos Cheats. In dieser Welt fehlt uns noch eine Cheeto-Seite. Ihr habt sie auch schon alle gesehen. Aber als wir sie gesehen haben, kam ich noch nicht daran. Das ändert sich natürlich jetzt schlagartig. In diesem Becken, das nun mit Wasser gefüllt ist. Wuhu! Platsch! Tauchen wir jetzt also wieder in diesem Gang. Und dann ist es kein Problem für uns, diese Cheeto-Seite einzusacken. Und wir haben 5 Stück, das heißt, ein neuer Cheat ist für uns anwählbar. Boah, was soll das sein für einer? Bin ich ja mal gespannt. So. Dann haben wir hier alle Cheats und uns fehlt bloß noch ein Puzzleteil. Wie geil, ein Puzzleteil fehlt uns noch. Und zwar, das war mit den hungrigen Höhlenmenschen. Den wir zwar schon Feuer unterm Hintern gemacht haben, aber jetzt haben sie noch Hunger. Reicht ja nicht, dass wir ihnen ihre Höhle erwärmt haben, ne, und ihnen gezeigt haben, wie man Feuer macht. Nein, die wollen natürlich noch essen, bedient werden von oben bis unten. Und was gibt man den Höhlenmenschen am besten zu essen? Genau, Fast Food. Ich überlege gerade, die Welt 5 hier ist ja nicht so für Christen geeignet, oder? Ist das nicht so, die kirchliche Religion und so, die verneinen doch alle von wegen, ja, Neandertaler und so und vom Affenabstamm und so ein Quatsch. Ist doch alles Quatsch, stimmt doch nicht. Das war alles Gott. Okay, stimmt's, Kumpel? Du bist doch von Gott hier, kein Affe, ne? Wow. Okay. So, und diesen kleinen Tunnel hier war genau der Weg zur dritten Welt. Weil nur in dieser Welt gibt's lecker Fast Food. Ein bisschen ranziges Fast Food, meiner Meinung nach. Also ich würde es nicht essen. Aber naja, die Höhlenmenschen können eh noch nicht, haben eh noch nicht so hochentwickelte Geschmacksnerven wie wir. Du. Wow. So, also drei Sachen brauche ich. Also nehme ich schon mal einen Hamburger. Gib mir einen Hamburger, ja. Okay, Mann, der Bürger. Der hat da voll Ruf genießt. Ach ja, schade, ich hab nur Hamburger. Geh zum fettigen Joe. Go. Oi, voll genießt, ey. Ich glaube, da ist einer genau unter deinem Fuß. Ja, ja, haben wir da alles schon gehört, die ganzen Dialoge hier. Ist da gut. Oi, jemand zum Arzt, Mann. So, also habe ich schon mal einen Hamburger. Dann hole ich noch einmal fettige Pommes vom fettigen Joe. Fettiger Joe. Na du Fettarsch. Eine Tüte Pommes, Joe. Moment, man ist ja gar nicht so fett. Naja, hier, her damit. So, muss ich jetzt doppelt gehen? Ich sollte mehr Pommes machen. Weil ich habe jetzt bloß 2 Sachen, aber 3 Höhlenmenschen. Und ich glaube nicht, dass sie sich die Pommes teilen würden. Naja, du Freches. So, Moment. Fundsachen, da habe ich jetzt. Hä? Was ist das? 5-mal Hamburger und 5-mal Pommes? Wartet mal. Ach so? Das wird er jetzt, wenn das jetzt klappt. So, wartet mal, jetzt muss ich hier erstmal wieder. Cheat hier. So, okay. So. Nur für diesen Grund, damit wir den. Warte, ich drehe mich jetzt hier im Kreis. Nur damit wir den Höhlenmenschen Fastfood geben können, sind an dieser Stelle Plopschuhe. Renkazooie! Wow! Du. Hätte ich ja bloß immer Hamburger holen brauchen. Stimmt's, Kumpel? Ja, okay. Ja, nicht. Schrei nicht so. So, und genau die Wand hier hoch. Stoop. Und zurück in Welt 5. Anders ging's ja nicht, weil an allen anderen Ausgängen, sind Fastfood-Mitnahmen verboten, sprich, die würden uns dann weggenommen. Außer hier. Richtig, Kumpel? Ey, Mann, nicht Holz knabbern, ist doch eklig. Obwohl wir Menschen ja allesfresser sind. Ich jetzt zwar, aber immer noch hungrig. Fastfood, gut.
Ich dein Essen wollen, du geben? Na klar, Mann. Ja, hast du ja. Haben wir ihm die Pommes eh zugesteckt. Mh, das ist gut, ich sehe glücklich jetzt. Ja, und der hüpft hier rum und macht irgend so einen komischen Quatsch. So, du hast doch bestimmt ohne Hunger. Was frisst du denn da? Hast du gerade Sand. Ja, nicht. Mann! Kannst du nicht Sand fressen? Ich dein Essen wollen. Ja, ja, ihr wollt ja alle bloß immer was. Wieder haben wir ihm die Pommes verabreicht. Yay, das ist cool, Mann. Ich sehr glücklich. So, wo ist jetzt der letzte Spacken? Ah, ne, hier war er bustet. Ah, ja. Eine kleine Sprungfederaktion. Hopp. Weil dir die Leiter hier abgebrochen ist. So, du letzter einsamer Tropf. Du frisst ja auch Sand. Ich hab Hunger, Mann. Ja, du willst auch unser Essen. Schon klar, Mann. Wir sind ja wieder die Wohlfahrt hier. Obwohl, immerhin haben wir die Pommes Fritz auch geschenkt bekommen. So. geil, Mann. Glücklich. Bär und Vogelfreund retten Uggel-Muggel-Stamm vor Aussterben. Muss jetzt Belohnung geben. Ah, das letzte Puzzleteil von Welt 5. Geil. Warum sind da Zahnabdrücke auf dem Puzzle? Na, ich gedacht, Schokolade drin sein. Mann, ihr kennt doch noch gar keine Schokolade, ihr Trottel. So. Da haben die den Puzzleteil angeknabbert. Also ich sehe keine Bissspuren, aber naja, ein Gag war es wert. 76 Puzzleteile. Welt 5 ist complete. So, dann würde ich sagen, mache ich jetzt Welt 4 komplett. Welt 4? Das lobe ich mir. Und um Welt 4 komplett zu machen, muss ich nochmal kurz in Welt 7 zurück. Ja, man muss sich ganz schön viel in seinem kleinen Kopf behalten, um das Spiel durchzuspielen. Stellt mal vor, ihr macht das Spiel nach Jahren wieder an. Oh, was muss ich denn jetzt nochmal machen? Was fehlt denn noch? Obwohl, da kann man sich ja die Statistik angucken. So. Schnell mal porten. Zur hohen Kippe. Na, hohe Kippe! So. Aber es ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Zwischenstopp. Aber in die Welt müssen wir nachher auch nochmal rennen, um die komplett zu machen. Aber erstmal nicht. Und dann müssen wir uns ja noch die Honigwaben abgeben, um unseren letzten Energiefleck da zu bekommen. So, das Wasser ist jetzt zwar kühl, aber so kann ich auf dem Boden laufen. Und deswegen kann ich... Ah! Geil! Das schön gekühlte Wasser fließt jetzt in Jolly Rogers Lagune. Die wollten ja, dass das Wasser heil ist, angenehme Temperatur hat. Endlich können wir schwimmen! Hier, nimm dieses Stück Gold, das wir der mehr wattmiefigen Knochenfrau mit der spitzen Hut gestohlen haben. Yay. Geil. Ah ja, Wasser ist leer. Oh, so könnte man. So können wir so ja gleich in Welt 4. Geil. Kazooie. Ich kann mich nicht auf den Schalter stellen. Kann ich mich auf den Schalter stellen und dann kommt Kazooie hierher? Ne, geht nicht mehr. Scheiße. Kazooie. Wo ist Kazooie? Oh, ah, Mann. Kurz mal nebenbei auf die Uhr geguckt, wie viel Zeit ich noch habe und schon fällt Banjo runter. Und er muss den ganzen Weg nochmal. So, Welt 4, mein Freund. Stupp. Ich hab keinen Bock auf Welt 6, Leute. Könnt ihr mir das glauben? Die Welt ist so kacke. Aber naja, erstmal in Welt 4. Bad! Oh, wir sind ja wirklich im Wasser, na? Macht Spaß. Der Typ hat drei Arme. Ist das eklig, Mann. Wo sind seine drei Arme hier? Oh, er dreht sich so scheiße mit. Ah, egal. Sind wieder in Welt 4. Wo uns sogar noch drei Puzzleteile fehlen müssten. Ist doch kein Problem. Da kriegen wir doch hin. So, erstmal muss ich mal überlegen, ob ich eine Cheeto-Seite hier irgendwo krieg. Fehlt mir noch. Nee, irgendwie. Ach nein, das machen wir am besten alles. Na, ihr schwules Ehepaar. Du bist doch eine Transe. Ja, danke, Mann. Ja, ist ja okay.
Das war doch nur ein ziemlich großer Fisch. Ja, mir kam es wie ein Ungeheuer vor. Ja, cool. So, dann würde ich mal sagen, im nächsten Part geht's dann weiter. Ciao.